Das Verbrechen schockiert die Menschen in Emden. Spontan bekunden sie ihr Mitgefühl mit den Eltern des getöteten Mädchens. Dann bin ich halt hierher gekommen, weil ich mit den Eltern mittraue. Das ist für die Eltern das Schlimmste, was jemals passieren kann, wenn einer ein Kind verliert in diesen jungen Jahren. Die Elfjährige war mit einem gleichaltrigen Freund unterwegs. Sie wollten gemeinsam ins Kino. Hinter dieser Tür fand der Wärter des Parkhauses das leblose Mädchen. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Mutter hatte sehr stark geschrien und geheult. Also, das war ja verständlich, denke ich mal. Ich glaube, den Vater habe ich nicht so gehört, aber ich denke mal, der war auch ziemlich aufgewühlt. Die Mordkommission wertet nun die Aufzeichnungen der Videoüberwachung aus. Schnell steht fest, dass die Elfjährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Ergeben ist ja, dass sich es auf jeden Fall um ein Gewaltdelikt handelt, aber Näheres dazu können wir im Moment auch noch nicht sagen. Ein Sexualverbrechen ist bislang nicht auszuschließen. Fieberhaft fahndet die Polizei nach dem Täter. Es gebe mehrere Hinweise aus der Bevölkerung, denen sie nachgehen. Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag bekannt geben.